Hallo und happy day, morning, schon vorbei. Ja, das ist wieder so ein Tag, wo ich tatsächlich den ganzen Tag hier gefangen war. Ja, Telefonate geführt mit verschiedensten Leuten ewig lang. Sachen erledigt, meistens per Mail oder online. Und hab somit den ganzen schönen Tag verpasst. Die Sonne ist nämlich jetzt schon wieder weg. Ja. Aber der Tag endet noch nicht. Ich habe noch einiges zu tun. Ich gehe jetzt mal los. Und das Scheiße ist, ich vergesse auch immer noch wieder was. Jetzt ist mir gerade wieder was eingefallen, dass ich noch eine wichtige E-Mail beantworten muss. Und das wollte ich eigentlich los, dann muss ich das noch machen. Mann! So, endlich los. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal Auto waschen gehen, weil mir die Vögel wieder das Auto voll geschissen haben. Allerdings, wenn ich mir das Wetter so betrachte, warte ich vielleicht doch lieber erstmal ab. Könnte sich nämlich tatsächlich gleich von alleine erledigen. Darum gehe ich jetzt zuerst mal T-Shirts kaufen. Und zwar gehe ich wieder T-Shirts kaufen und wieder für denselben Zweck. Ich werde nämlich wieder das Siebdrucken gehen. Ja, jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo coole T-Shirts kriege, die vielleicht diesmal doch nicht ganz so teuer sind wie die anderen alle. Schon ordentlich Kohle ausgegeben für T-Shirts, für einfach plain T-Shirts, die ich dann bedruckt habe. Wenn irgendjemand weiß, tatsächlich, wo ich wirklich günstige T-Shirts herkriege, also so richtig günstig, sagen wir mal, keine Ahnung, 20 T-Shirts für 20 Stutz oder so, der schreibt mir das bitte unten hin oder als Nachricht oder sonst irgendwas. Natürlich sollten sie nicht irgendwie Lumpen sein oder so, sondern ja, tatsächlich einfach T-Shirts, die halt irgendwie, keine Ahnung, günstig sind einfach, in, keine Ahnung auch. Von mir aus große Mengen. 100 Shirts für 100 Stutz oder so, geht auch. Oder 100 Shirts für 50 oder so, noch besser. Ja, ich mache es jetzt auch. Ich wasche mein Auto, auch wenn ich weiß, dass es nachher regnet. Ich hasse es, wenn da Vogelschiss drauf ist. So, Auto ist wieder sauber. T-Shirts habe ich auch ein paar gekauft. Und endlich Seidenpapier. Ich hoffe, das ist das Richtige. Die in der Druckwerkstatt haben nämlich gesagt, meine Motive sollte ich mit Seidenpapier überbügeln, damit das Motiv richtig hält. Ich hoffe, das ist's. Mal gucken. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall ab in Sport. Circuit fit. Es ist wie immer super Dienstag. Heißt, ich mache wieder 2 Stunden Circuit Fit, ist aber dringend nötig, denn ich hatte jetzt ja doch eine relativ lange Pause am Wochenende, Samstag war ich nicht, und weil gestern so stressig war und ich wieder Termine hatte, konnte ich gestern auch nicht. Das heißt, ich muss heute Doppelstunde machen. Ja, ich hoffe, der Tag war nicht allzu langweilig für euch. Und kommen auch wieder spannendere Tage. Am Wochenende zum Beispiel hoffe ich, dass ich Besuch bekomme
ein alter Schulkollege von mir aus Deutschland kommt mich besuchen, der Micha. Wenn er dann wieder gesund ist, bis dahin. Auf diesem Weg, Micha, gute Besserung, ich hoffe, du schaffst. Du wolltest ja am Freitag vorbeikommen. Hoffentlich bist du bis dahin wieder gesund. Ja, dann wird sicher am Wochenende irgendwas passieren, so Touristenprogramm, denke ich. So, guck jetzt, wir haben neue Trainingsgeräte. Fitschli, würde ich mir sagen, was das neue Trainingsgerät so besonders ist? Swiftfit. Ja? Du zeigst, wie es geht, zeig mal. Swiftfit. Dann doch, ja. Komm jetzt, exklusiv. Jetzt drängelt er sich wieder als DJ rein. Du kannst auch machen, wenn du willst. Nee, schon gut. Ich weiß ja, dass ich der Beste bin. Letztes Mal hat es ja schon nicht richtig funktioniert bei dir. Na, aber jetzt dieses Mal habe ich ja mein iPad dabei. Da kann ich keine Sau anrufen drauf. Second round. Ciao, ciao, bye, bye und bis morgen. Lass es uns auspacken. Es ist mein Grill. Ich habe einen Barbecue. Endlich schönes, super geiles Wetter und mein erster eigener Barbecue.